Ostern fällt nicht aus. Ostern fällt nicht aus, obwohl es gute Gründe gäbe, es dieses Jahr bleiben zu lassen. Da gibt es die Menschen, die Ostern gefeiert hätten, zusammen mit Freunden und Verwandten, was dieses Jahr nicht möglich ist. Da gibt es die, die engagiert sind und dort eingesetzt sind, wo die Not am größten, die Hilfe am wichtigsten ist. Sie kommen erst gar nicht nach Hause. Da gibt es die, die selber krank sind, die leiden, die, die sterben, wo Menschen um sie trauern. Ostern fällt nicht aus, weil Jesus selber Mensch geworden ist, weil Jesus gelebt, gelitten und gestorben ist, weil in der Stunde des Todes ohne seine Freunde sozial ausgegrenzt und abgegrenzt war. Ostern fällt nicht aus, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Ostern fällt nicht aus, wenn wir das tun, was wir können, es zu gestalten. Und wenn wir uns ergreifen lassen von der Osterbotschaft, dann dürfen auch wir Auferstehung erfahren. Dürfen wir erfahren, dass das Leben letztlich siegt. Christus ist erstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Magdala, früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab,
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf den Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Herr.